Namaste. Jesus, Kapitel 5. Erwachen, heilen, wieder vereinen. Jeden Tag wird der Schleier dünner. Dieses ist eine historische Zeit. Und damit meine ich nicht dieses Datum. Ich meine diese Woche, Monat, Moment. Ihr seid an einem Projekt beteiligt, das sich seit Millionen von Jahren entwickelt. Viele haben sich gefragt, aber wir sind doch nur ein kleiner Teil des Ganzen. Aber in kosmischer Sicht ist dies kein wichtiges Maß. Ich sage dir warum. Das gesamte Multiversum ist verbunden. Alles ist eins. Daher hat alles, was irgendwo passiert, in jeder Dimension, entlang jeder Zeitleiste, eine Auswirkung auf alle anderen Wesen und Ereignisse und ändert auch die Flugbahn einer Zeitleiste für andere Wesen und Planeten. Wir sind so eng miteinander verbunden, dass eine Entscheidung für Venus oder eine kollektive Entscheidung für Arcturus ebenfalls auf die Erde einwirken. Der Grund, warum die Erde in diesem Moment so wichtig ist, ist auf dieser Zeitleiste sehr vielfältig. Ich werde euch eine Vorstellung einiger wichtiger Variablen geben. Als galaktische Spezies sind erdbewohnende Menschen für ihre Kombination von Geist und Emotion bekannt, die ihrer innewohnenden Fähigkeiten zu erschaffen große Kraft gibt. Ihr lernt gerade alles, was ihr wollt, zu manifestieren und die Anwendung des universalen Gesetzes, dass nichts erstellt oder zerstört werden kann, sondern lediglich umgewandelt werden kann. Als Ich Bin Gegenwart, Gott, hast du ganz persönlich die Kraft, alles zu ändern, womit du dich fühlbar verbindest. Alles, worüber du nachdenkst, durch die Kraft des Geistes, genau wie Gott es hat. Ihr wart wie Kleinkinder, die mit Feuer spielen. Du hast keine Ahnung von den Auswirkungen deiner Handlungen auf euren Planeten. Und du hast wenig oder gar keine Ahnung von den Auswirkungen auf die bewussten Wesen um dich herum. Der Schleier, der quasi als Quarantäne um den Planeten Erde gelegt wurde, um zu verhindern, dass viele eurer dunklen Handlungen den Rest der Schöpfung verunreinigen, hat euch daran gehindert, eure persönliche Vergangenheit, eure Planetengeschichte und euren Platz im Universum zu sehen und wie es für euch alle sein wird. Ihr beginnt zu bemerken, dass sich euer Wissen über die Welt und um euch herum erweitert. Ihr könnt telepathisch fühlen, in jeder Hinsicht bewusster. Dies hilft dir dabei, deine Verbindung zu dir selbst, als ein heiliges Wesen, das du bist, zu einem höheren Selbst und zu uns wiederherzustellen. Ja, du bist ein heiliges Wesen, da du von Gott erschaffen wurdest. Jeder um dich herum ist ebenfalls heilig. Der Planet, die Flora, die Fauna, selbst die Felsen und der Boden unter deinen Füßen, alles sind heilige Formen des Lebens, ein Teil des Ganzen, das von der Gottheit gebildet wird. Ihr seid die Schöpfung nach dem Bilde unseres Muttervaters, wie die alten Lehren es euch sagen. Es ist keine wunderliche Beschreibung, es ist wahr. Die Summe aller Wesen ist Gott. Jeder Teil dieses Ganzen ist Gott. Ich bin Gott und du bist es auch. Im Laufe der Jahrtausende wurde festgelegt, dass ihr eines Tages aufstehen werdet, um dieses Versprechen der schöpferischen Kraft in Liebe und Licht zu erfüllen. Denn dies ist Gott. Ihr wurdet intensiv getestet, weil die Ausbildung zum Gott-in-Aktion-Projekt im Rahmen des Forscher-Schöpfer-Gesellschaftsprojekts eine ernste Verantwortung ist. Deshalb wurde ursprünglich dieses Erdprojekt entworfen. Es sollte der Testplatz für Seelen sein. Euer Ziel ist es zu lernen,
gemeinsam zu erschaffen. Nichts ist für die Entwicklung einer Seele wichtiger, als zu lernen, die Fähigkeit seiner eigenen Fähigkeit zu erschaffen, vollständig zu akzeptieren und anzuerkennen und diese Macht vollständig zu beherrschen. Es darf keinesfalls die Natur dieser Kraft im Handumdrehen zu heben oder zu zerstören übersehen werden, nicht vergessen und nicht verleugnet werden. Dies ist in der Tat eine herausfordernde Lektion. Es dauert tausende von Leben, um die tiefe Bedeutung dessen, wie eure Handlungen von anderen wahrgenommen werden, wahrzunehmen. Es war dein Weg, zu lernen, alle Arten von Leben zu erfahren und die Wahrheit deiner Natur und deine Verantwortung zu verinnerlichen, deine Macht vernünftig und nur für das größere Gute einzusetzen. Ihr werdet erkennen und wissen, ob ihr auf die höheren Dimensionen gut vorbereitet seid, wenn du deine Antwort auf die hier gehörten Worte sorgfältig prüfst. Glaubst du es nicht? Spottest du über die Vorstellung, dass du eine große Macht hast und denkst an all die scheinbaren Beweise für deine eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit, die einen Einfluss auf dein eigenes Leben haben? So zeigst du dich, Geliebter, Geliebte, dass du die Lektion 1 noch nicht gelernt hast. Du siehst nicht. Daher kannst du nicht die Beweise sehen, die vor dir liegen. Das Mittel gegen diese häufige Krankheit, die Blindheit des Menschen, besteht darin, die Luft der Quelle zu atmen, eure eigene Lebenskraft in euren Adern zu spüren und den Nebel der Illusion und Täuschung abzuschütteln. Es ist Zeit für dich, dein Herz zu erwecken. Denn dein Herz ist die Quelle von Weisheit, Vision und Wahrheit. Du wurdest darin trainiert, nur mit deinem Verstand zu denken, sogar die Stimme deines Herzens zu ignorieren, um mit Ideen in deinem Kopf herumzuspielen. Das ist Blindheit. Diese Gedanken in deinem Verstand, deinem Gehirn, wurden von jemandem in deiner Umgebung, eurer Kultur, eurer Religion oder deiner Familie geprägt. Viele wurden von den dunklen Machenschaften dorthin gebracht, um dich zu kontrollieren und zu versklaven. Du bist nicht deine Gedanken und Ideen, doch hältst du sie für wahr und sogar wertvoll. In dieser Zeit deiner Entwicklung und angesichts der Tatsache, dass du diese neuen Erkenntnisse hast, um euch allen diesen Übergang zu ermöglichen, ist es willentliche Blindheit, sich auf den Verstand zu verlassen, um die eigenen Lebensentscheidungen zu lenken. Es ist deine freie Entscheidung. Schaut nach innen, ihr Lieben, um die Quelle in euch zu aktivieren und zu beleben. Diesen Körper, den du für diese Reise erhalten hast, sind Ausdruck als Verkörperung von Gottes Weisheit, Mitgefühl und Liebe. Du fühlst Schmerzen. Es ist die korrigierende Reaktion deines Körpers, die euch damit zeigt und dich darauf hinweist, dass du dein heiliges Selbst schützen sollst und musst. Du wirst große Freude, Fröhlichkeit und Erfüllung fühlen, wenn du ins Licht gehst. Du bist fähig zu großer Liebe. Und wenn du zulässt, dass dieses gesegnete Gefühl deinen Augenblick lenkt, wirst du Glückseligkeit spüren. Eins zu sein mit mir und unserem Schöpfer. Keine Schwierigkeiten oder Herausforderungen im Außen kann diese Bindung lösen, wenn du sie als deine eigene erkannt hast. Ja, ihr habt den freien Willen. Du kannst dem aufkeimenden Wunder der Wandlung und des Aufstiegs den Rücken kehren. Du kannst an all deinen Habseligkeiten, Ideen und Konzepten, die du gelernt hast, festhalten. Und an dieser Vergangenheit festhalten, weil es angeblich alles ist, was du weißt. In deinem Verstand ist es vielleicht alles, was du weißt. Aber in deinem Körper, in deinem Herzen, in den Chakren, die dein komplexes System von Reaktionen auf dein Leben bilden, trägst du die Weisheit aller Zeitalter. Öffne deinen Geist, das ewige Wissen, das dieses gegenwärtige Gehirn transzendiert. Und erlaube dem Fluss des Lichts und der Liebe dich
über dich zu spülen, dich einzuhüllen und zu durchdringen. Die Quelle von allem, was ist, ist Liebe. Du musst es dir nur erlauben, dich dafür zu öffnen, und es wird dein schmerzendes Herz beruhigen und heilen und damit auch den Körper, der durch die Giftstoffe eines Lebens in der Dunkelheit so geschädigt wurde. Heilen ist immer eine gemeinsame Erfahrung. Viele von euch sind sich der Heilungssitzungen bewusst, die wir unserer Familie vor Ort, den Lichtarbeitern gebeten haben, in privaten Sitzungen, bei Retreats und im Internet über die ganze Welt zu verbreiten. Viele sind geheilt worden und viele mehr haben sich freiwillig bereit erklärt, ihren Mitmenschen mit heilende Energie anzubieten. Schau, geliebte Seele, ihr werdet das gemeinsam erkennen. Tag für Tag beweisen wir die Kraft der Absicht. Wenn es deine Absicht ist, zu heilen und geheilt zu werden, so wird es geschehen. Dabei habt ihr den Zweiflern bewiesen, dass die Menschheit tatsächlich ein großzügiges und fürsorgliches System ist. Immer, wenn irgendjemand irgendwo heilt, obwohl der Fokus darauf gerichtet ist, wer die Heilung einlädt und akzeptiert, wirken sich die heilenden Energien auf jeden aus. Wenn eine Person geheilt wird, ebnet sie buchstäblich den Weg für andere, auch geheilt zu werden. Deine Heilung ist von dir abhängig, da es deine feierliche Einladung zur Heilung ist, die deine Transformation bewirkt, entsprechend deiner Bereitschaft, die Heilung zu aktivieren und zu erhalten. Auf diese Weise werden sowohl die Heiler als auch die, die geheilt werden, auf der ganzen Erde in einer gewaltigen und dauerhaft ansteigenden Welle wiederhergestellt. Gemeinsam verändern sie die Welt, eine Heilung nach der anderen. Wir zeigen, dass es wirklich keine isolierte Heilungserfahrung gibt, damit jede Heilung, die Krankheit, die das Individuum trägt, seine Kraft verliert. Und andere lernen, die Ideen und Gefühle, die als Nahrung dienten, die Beibehaltung der Krankheit aufrechtzuerhalten, abzuschütteln. Die erfahrenen und geliebten arcturianischen Heiler. Für diejenigen, die mit diesem Namen nicht vertraut sind, sind die Arcturianer eine hochentwickelte und hochqualifizierte Gruppe von Wesen vom Planeten Arcturus, die die Menschheit intensiv studiert haben. Die Arcturianer waren fasziniert von der Organisation des Herzens, des Geistes, der Seele und des Körpers der Menschen, und sie haben hart daran gearbeitet, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Emotionen und Denken zu verstehen. Sie haben sehr fortschrittliche und effektive Technologien entwickelt, um Krankheiten zu beseitigen und alle Systeme des Körpers auszugleichen. Die Arcturianer widmen sich ganz ihrer Arbeit und geben sich von ganzem Herzen hin. Wir arbeiten mit ihnen zusammen und lenken die heilenden Energien der Liebe und des Lichts, um die Heilung zu verstärken und sie abzuschließen. Jeder, der eine Heilung erhält oder Zeuge davon wird, wird die kraftvolle Wirkung unserer kombinierten Energien auf alle Systeme des Körpers spüren. Jeder Mensch, der auf der Erde inkarniert ist, also auch du, hast ein Heilungsteam als Teil deiner Himmelsführer, die während der gesamten Lebenszeit bei dir sind. Ihre Leitfäden für höhere Dimensionen sind ein Team fortschrittlicher und liebevoller Wesen, die dich bei der Vorbereitung deines Lebensplans unterstützen und von Geburt an bei dir bleiben, bis du deine Lebensaufgabe erfolgreich abgeschlossen hast, wenn du zu den höheren Dimensionen zurückkehrst. Ein Heilungsteam besteht aus Spezialisten der Galaktischen Föderation des Lichts, der großen weißen Bruderschaft, arcturianischen Heilern, Mitgliedern deiner galaktischen Seelenfamilie und deinem Körperelementar. Dein Körperelementar ist nach dem Aufstieg von diesem riesengroßen Dienst befreit. Deine geliebte Zwillingsflamme, auch als Zwillingsseele bekannt, ist auch eng an deiner laufenden Heilung beteiligt.
Letztendlich heilst immer du dich selber. Unsere Zahl wächst. Wenn sich jeder Mensch der weltweiten Gruppe der an Heilung Beteiligten anschließt, erhöht sich die Kraft des einen, wodurch wir Zugang zu einem zunehmenden Lichtfluss erhalten, der uns darauf konzentriert, noch mehr Heilung zu aktivieren. Ein großer Teil dieses Prozesses besteht darin, das mächtige menschliche Immunsystem zu stimulieren und wieder zu erwecken, das von den schlafenden Besitzern der Körper unterdrückt wurde, die sich ihrer eigenen Fähigkeiten zur Selbstheilung nicht bewusst sind. Das war selbstverständlich ein Teil des Kontrollmechanismus der dunklen Seite. Das medizinische Forschungsunternehmen hat unwissentlich dazu beigetragen, indem es die Menschen dazu ermutigt hat, zu glauben, dass ihr Krankheiten ausgeliefert seid und einen Fachmann braucht, der etwas Äußeres tut, um euch zu heilen. Wir betonen, dass nur du dich selber heilen kannst. Wir können die Energie lenken, unterstützen und fokussieren, um deinen Körper von Krankheit zu Gesundheit zu führen. Aber ohne, dass das Bewusstsein und die Kooperation der Einheit von Körper, Geist, Seele geheilt zu werden, wird es nicht funktionieren. Es ist möglich, die Gefühle von Krankheit und Hilflosigkeit wieder zu reaktivieren und somit den Heilungsprozess abzubrechen, wenn du dich dieser Neigung in dir selbst nicht bewusst bist, also in einen Zustand der Dunkelheit zurückgleitest. Heilung in dieser Zeit erfordert, dass du deine Schwingung in die vierte und fünfte Dimension erhöhst. Aufgestiegene Meister, Götter und Göttinnen, Engel und erleuchtete Wesen aller Art werden nicht krank, weil sie auf einem Niveau schwingen, das kein fremder Einfluss in den Lichtkörper eindringen kann. Und das kannst auch du genauso tun. Im Dienste der Menschheit bin ich es, Sananda, genannt Jesus, der hier zu euch spricht.